Ein Sonntag in Leipzig. Gläubige und Musikinteressierte strömen zum Gottesdienst in die Thomaskirche, wie seit Hunderten von Jahren. Sie erwartet eine alte Tradition und zugleich immer neue Attraktion, der Auftritt des Thomanerchors. Die jungen Sänger werden von Musikern des Gewandhausorchesters begleitet. Natürlich stehen Werke des ehemaligen Thomaskantors Johann Sebastian Bach auf dem Programm. An historischer Stätte fühlt man sich zurückversetzt in die Tage von einst. Doch hat es bei Bach genauso geklungen? Eine uralte Frage. Wie war die zeitgenössische Aufführungspraxis um 1730, als Bachs Schüler auf der Empore standen? Auch diesen Komplex der Musikgeschichte erforscht das benachbarte Bach-Archiv. Der Spezialist für die Bachsche Aufführungspraxis in der Thomaskirche ist Andreas Glöckner. Als Dramaturg des alljährlichen Bachfests ist er mit den praktischen Fragen des Musizierens bestens vertraut. Er durchforstet die historischen Schriftquellen nach Aussagen über den Klang der Musik, den Einsatz der Instrumente, die Positionierung von Orchester und Chor in den Kirchen. Glöckners Suche ist durch ein kleines Büchlein einen guten Schritt weitergekommen. Eine Quelle aus dem Umfeld des Matrikelbuchs, die er nun akribisch auswertet. In der elektronischen Datenbank des Bach-Archivs ist das Dokument Seite für Seite gespeichert. Das ist ein Büchlein, was der ehemalige Thomas-Alumne Gottlob Friedrich Rothe 1772 angelegt hat. Und zwar war er zunächst Thomaner unter Johann Sebastian Bach. Er kam mit 9 Jahren 1744 auf die Thomasschule und wurde sofort Konzertist und Sopranist in der ersten Kantorei bzw. im ersten Chor. Der erste Chor, das war die Sängerelite der Thomas-Alumnen. Dort so schnell aufgenommen worden zu sein, zeugt sicherlich von einer herausragenden musikalischen Begabung, die den jungen Gottlob Rothe ausgezeichnet haben muss. Es gab 4 sogenannte Sonntagschöre. Die beiden ersten sangen wechselweise in den Leipziger Hauptkirchen St. Thomas und St. Nikolai, die Chöre 3 und 4 in Nebenkirchen. In einer Liste für den ersten Chor finden wir den Eintrag Rothe Min, das heißt Rothe der Kleine, da waren wir erst 9 Jahre. Viele Jahre später berichtet er in seinem Büchlein über die Musik in der Thomaskirche. Als er das Büchlein anlegte, hat er viel über Musik berichtet. Er hat es immer aus der Perspektive eines Sängers oder Instrumentalisten geschrieben und erfahren wir viele Details, die wir aus der Bachzeit nicht so gut dokumentiert haben. Er beschreibt zum Beispiel 1773 den Umbau der Thomaskirchenempore, der Orgelempore im Westteil der Kirche, und er beschreibt ziemlich genau, wo der Chor gestanden hat, wo die Instrumente gestanden haben. Und wir erfahren zum Beispiel, dass der Chor grundsätzlich vorn am Geländer gestanden hat und die Instrumente etwa 2 Meter erhöht, links und rechts. Also ganz anders als die heutige Aufführungspraxis mit dem Chor hinter dem Orchester. Das hat sicher Auswirkungen auf das Klangerlebnis. Um das zu prüfen, wurde die Bachsche Aufstellung rekonstruiert. Auf einer DVD ist dieses Klangexperiment festgehalten. Gut zu sehen, die Thomaner stehen vor dem Orchester.
Nach Aussagen von Bach-Kennern wie Andreas Glöckner entsteht ein ganz anderer Höreindruck. So gelingt es den Forschern, Schritt für Schritt der Zeit von 1723 bis 1750 näher zu kommen. Der Zeit, als in der Thomaskirche unter ihrem Kantor Johann Sebastian Bach Musikgeschichte geschrieben wurde. Bewusst war das sicher den wenigsten der Zuhörer. Die Türen der Vergangenheit beginnen sich zu öffnen, wenn auch nur einen Spalt. Das ist der Verdienst der Bach-Forscher, mit ihrer akribischen Erschließung, Dokumentation und Interpretation der musikgeschichtlichen Quellen, wie dem Matrikelbuch.